Mein Name ist Marc Martaler, ich bin der Head of Next Generation Swisscom. Ich bin zusammen mit meinem Team verantwortlich für rund 840 Lernende in 7 Berufen. Es freut mich, hier gewisse Insights zu geben, wie wir unsere Rekrutierung ab dem Sommer planen. Unser neues Rekrutierungsverfahren findet wie folgt statt. Alle Interessentinnen und Interessenten bewerben sich via Stelleninserat auf unserer Karriereseite. Im Anschluss bekommen Sie einen Link für ein zeitversetztes Video-Interview, wo Sie Fragen beantworten. Die Antworten werden dann von mindestens 2 Personen unabhängig voneinander und nach definierten Kriterien beurteilt. Auf dieser Grundlage werden passende Bewerberinnen und Bewerber an einen sogenannten Next Day eingeladen. Beziehungsweise für Lernende, die sich für einen Beruf im Detailhandel interessieren, an einen Junior Experience Day in einem Swisscom-Shop. Für die Erstdurchführung planen wir das neue Rekrutierungsverfahren ausschließlich für die Deutschschweiz. Am Next Day bearbeiten Schülerinnen und Schüler verschiedene Aufgaben mit mehreren Rekrutierungspersonen. So gibt es zum Beispiel ein Einzugsgespräch, es gibt eine Aufgabe im Team oder es gibt eine spezifische Aufgabe nach gewähltem Lehrberuf. Anstatt theoretische Dossiers anzuschauen, lernen wir also die jungen Menschen in unterschiedlichen, praxisnahen Kontexten kennen. Beim Next Day möchte ich nicht von einem Eignungstest reden, sondern vielmehr um eine Passung. Es geht darum zu schauen, inwiefern wir denken, dass die Schülerinnen und Schüler zur Swisscom und auf unser Ausbildungsmodell passen. Und es geht aber auch darum, dass sich die Schülerinnen und Schüler selber ein Bild davon machen können, inwiefern das Ausbildungsmodell ihren Bedürfnissen und ihren Interessen entspricht und ob sie sich eine Lehre in so einem Setting vorstellen können. Swisscom hat sich aus mehreren Gründen für das neue Auswahlverfahren entschieden. Wir haben in den letzten Jahren auf rund 250 Lehrstellen immer ca. 8'000 Bewerbungen gehabt. Das heisst, wir haben einerseits unglaublich viele junge Menschen mit einer Absage enttäuscht und andererseits sind wir immer vor der gleichen Frage gestanden. Welche von diesen 8'000 Bewerberinnen und Bewerber passt denn am besten auf unser innovatives Ausbildungsmodell? Sind es die mit den besten Noten? Sind es die mit dem besten Dossier? Und genau hier fängt die Vergleichsproblematik an. Je nach Kanton, nach Gemeinde, nach Schule oder sogar nach Lehrperson werden Noten sehr unterschiedlich vergeben. Und genau das Gleiche haben wir bei den Dossiers. Die eine Schülerin oder der eine Schüler hat vielleicht bildungsnahe Eltern, die ihn oder sie unterstützen beim Erstellen des Dossiers oder im Extremfall sogar das ganze Dossier selber erstellen. Die andere Schülerin oder der andere Schüler hat genau diese Unterstützung nicht und ist somit völlig auf sich allein gestellt. Je länger wie mehr haben wir darum müssen befürchten, dass uns spannende Talente zwischen runterfallen und uns darum entschieden, unser Auswahlverfahren komplett neu zu gestalten. Ziel ist, der Mensch im Zentrum statt Dossiers zu analysieren. Was wollen wir mit dem neuen Auswahlverfahren bewirken? Die Prämisse von dem neuen Auswahlverfahren lautet Mensch vor Dossier. Wir sind überzeugt, dass wir so noch effektiver und effizienter die besten Lernenden für die Swisscom gewinnen können. Und die besten Lernenden sind in unserem Verständnis eben genau die Lernenden, die am besten auf unser Ausbildungsmodell passen. Es sind die Lernenden, die intrinsisch motiviert sind, die Lernenden, die sagen, ich will für mich selber, ich will meine Lehre und ich will die Arbeitswelt mitgestalten. Jetzt und in Zukunft. Betreffend richtigen Berufswahl möchte ich Folgendes festhalten. Der passende Beruf zu finden, ist alles andere als leicht. Und der Beruf für das Leben ist in meinem Verständnis eh schon lange passé. Umso wichtiger ist es, dass sich Schülerinnen und Schüler mit ihren Interessen und Stärken auseinandersetzen. Was zeichnet mich besonders aus? Bei welchen Tätigkeiten blühe ich speziell auf? Für das ist Eigeninitiative gefordert. Und wir sind überzeugt, dass Lernende sich in dem ersten Schritt sollen Verantwortung übernehmen und sich auch entsprechende Unterstützung holen. Zum Beispiel
auf einem BITS, also einem Berufsinformationszentrum, auf Berufsmessen, auf wertvollen Plattformen wie justi.ch oder berufsberatung.ch und im Rahmen von diesen zahlreichen Angeboten zur beruflichen Orientierung der verschiedenen Firmen. Und wir haben mehrere Angebote auf unserer Karriereseite ausgeschrieben. Wir wünschen uns also Lernende, die sich mit diesen Inhalten und mit unserem Ausbildungsmodell auseinandergesetzt haben, die sich eingelesen haben und sagen, genau so eine Lehre will ich absolvieren. Selbststeuert und projektbasiert. Betreffend Vorbereitung und Zeitaufwand dauert die Bewerbung via Videotool ca. 25 Minuten. Der Next Day der dauert einen halben Tag. Und für den Next Day bekommen die Schülerinnen und Schüler auch einen kleinen Vorbereitungsauftrag. Auf unserer Karriereseite hat es zahlreiche Informationen zu unserem Unternehmen, zu unseren Lehrstellen und zu unserem Ausbildungsmodell. Und wir gehen davon aus, dass sich Schülerinnen und Schüler eingelesen und damit auseinandergesetzt haben. Das Wichtigste vor allem ist aber, die Schülerinnen und Schüler sollen vor allem offen und authentisch sein. Denn wir wollen die Menschen kennenlernen, so wie sie sind.